Berechne die folgenden Stammfunktionen und Integrale. Beginnen wir mit dieser Stammfunktion, in der wir Quadratwurzel von x umschreiben als x hoch ein halbes. Und diese Potenz von x wird dann auf diese Klammer verteilt. So erhalten wir diese Stammfunktion und ein halbes plus 3, das macht 7 halbe. Wir suchen also die Stammfunktion der Differenz von diesen zwei Potenzen von x. Die Stammfunktion von x hoch ein halbes, das ist x hoch ein halbes plus 1 geteilt durch ein halbes plus 1, also x hoch 3 halbe geteilt durch 3 halbe. Die Stammfunktion von x hoch 7 halbe, das ist x hoch 7 halbe plus 1 geteilt durch 7 halbe plus 1, also x hoch 9 halbe geteilt durch 9 halbe. Diese Differenz können wir jetzt in diese Form schreiben. Wir sind zu den Wurzeln zurückgekehrt. Und in dieser Differenz können wir noch 2x mal Quadratwurzel von x Drittel ausklammern. Kommen wir jetzt zu klein b, wo gefragt wird, die Stammfunktion von diesem Produkt zu berechnen. Aber Vorsicht, die Stammfunktion von einem Produkt, das ist nicht das Produkt der Stammfunktionen. Hier werden wir partial arbeiten und dazu drücken wir zuerst x als Ableitung aus. X, das ist die Ableitung von x² halbe. Und somit haben wir Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen, wovon eine als Ableitung ausgedrückt ist. Die Partialmethode besagt, man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne das Prim, also so, und ziehe davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal dieses Prim auf die andere wirkt. Das heißt, hier schreiben wir x² halbe einfach ab, das Prim springt drüber und ln von x Prim, das macht 1 auf x. In dieser Stammfunktion können wir noch ein halbes als multiplikative Konstante vor die Stammfunktion setzen und wir können durch x kürzen. So bleibt nur noch die Stammfunktion von x zu bestimmen und das ist x² halbe. In dieser Differenz können wir x² halbe noch ausklammern und so haben wir die gesuchte Stammfunktion. In klein c wird gefragt, dieses Integral zu berechnen. Wir bestimmen zuerst die entsprechende Stammfunktion. Wenn man minus x² ableitet, dann findet man minus 2x. Das x haben wir, aber nicht minus 2. Dann multiplizieren wir hier mit minus 2, also auch sofort mit minus ein halbes, sodass wir nichts geändert haben. Und diese multiplikative Konstante minus ein halbes kann dann aus der Stammfunktion raus. Somit haben wir alles vorbereitet, um per Substitution zu arbeiten. Wir stellen also u gleich minus x². Dann muss du minus 2x dx sein. Dieses Paketchen minus 2x dx können wir also ersetzen durch du und minus x² wird durch u ersetzt und somit bleibt diese Stammfunktion zu berechnen. Die Stammfunktion von e hoch u du, das ist e hoch u. Und sobald man die Stammfunktion gefunden hat, ersetzt man u durch das, was es ist, als Funktion von x. Somit haben wir also diese Stammfunktion gefunden und die lassen wir jetzt variieren von 0 bis 2, um dieses Integral zu berechnen. Der Faktor minus ein halbes kann aus der Variation raus. So bleibt zwischen Klammern e hoch minus 2 hoch 2, also e hoch minus 4, minus e hoch minus 0 hoch 2, also e hoch minus 0 oder auch e hoch 0. E hoch 0 macht 1 und somit finden wir als Integral ein halbes minus 1 geteilt durch 2 e hoch 4. In klein d fragt man, dieses Integral zu berechnen. Wir erkennen hier die Kreisfunktion mit Radius Quadratwurzel von 2. Also werden wir hier mit dem klassischen Variablenwechsel arbeiten. X gleich
Quadratwurzel von 2 mal Sinus u. Daraus können wir schließen, dass u 8 Cosinus von x geteilt durch Quadratwurzel von 2 sein muss. Wenn x Quadratwurzel von 2 mal Sinus u ist, dann muss dx Quadratwurzel von 2 mal Cosinus u du sein. Wenn x gleich 0 ist, dann ist u 8 Cosinus von 0 geteilt durch Quadratwurzel von 2, also 8 Cosinus von 0, das heißt 0. Wenn x 1 ist, dann muss u gleich sein zu 8 Cosinus von 1 geteilt durch Quadratwurzel von 2. Und 1 geteilt durch Quadratwurzel von 2, das ist Quadratwurzel von 2 halbe. Und hier erkennen wir einen besonderen Wert, 8 Cosinus von Quadratwurzel von 2 halbe, das macht Pi Viertel. Das Integral, das wir berechnen sollen, verwandelt sich also in dieses Integral. Wir integrieren für u von 0 bis Pi Viertel. Diese Quadratwurzel verwandelt sich in Quadratwurzel von 2 minus 2 mal Sinus Quadrat von u. Und das dx verwandelt sich in dieses Produkt, das heißt Quadratwurzel von 2 mal Cosinus von u du. In diesem Radikant können wir 2 ausklammern. Diese 2 kann dann aus dieser Quadratwurzel raus, wird dann da vorne zu Quadratwurzel von 2 und diese Quadratwurzel von 2 mal diese Quadratwurzel von 2, das macht 2. Unter der Quadratwurzel bleibt dann noch 1 minus Sinus Quadrat von u und dahinten bleibt noch Cosinus u du. Durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir, dass 1 minus Sinus Quadrat von u gleich Cosinus Quadrat von u ist. Die Quadratwurzel von Cosinus Quadrat von u, das ist der Betrag von Cosinus von u. Da u aber von 0 bis Pi Viertel variiert, ist dessen Cosinus positiv. Also der Betrag von Cosinus von u, das ist Cosinus von u. Und dieses Cosinus von u mal das zweite Cosinus von u, das macht Cosinus im Quadrat von u. Hier wenden wir eine Formel von Carnot an, die besagt, dass Cosinus Quadrat von u dasselbe ist wie 1 plus Cos von 2u geteilt durch 2. Diese 2 kürzt sich mit dieser 2 weg und somit brauchen wir nur noch diese Funktion zu integrieren. Die Stammfunktion von 1 du, das ist u, und Stammfunktion von Cos 2u du, das ist Sin 2u geteilt durch 2, also so. Hier drin ersetzen wir u da und da durch Pi Viertel, danach ersetzen wir u da und da durch 0 und ziehen die zweite Zahl von der ersten ab. Zuerst bei Pi Viertel. Pi Viertel plus Sinus von 2 mal Pi Viertel, das ist der Sinus von Pi halbe, also 1. Also steht hier ein halbes. Bei Pi Viertel erhalten wir also Pi Viertel plus ein halbes. Bei 0 erhalten wir 0 plus Sinus von 0 halbe, aber der Sinus von 0 ist 0. Also bei 0 erhalten wir 0 plus 0, das heißt 0. Und letztendlich bleibt Pi Viertel plus ein halbes.